Jana Baturschina aus Russland. Früher hätte ich gesagt, ein kleiner Akrobatikfloh, aber sie ist enorm gewachsen im letzten Jahr. Angeblich 17 Jahre jung, aber möglicherweise doch noch etwas jünger. Da sind sich die Experten nicht ganz einig. Tatsache ist aber, sie ist die kommende Gymnastin schlechthin. In Atlanta gewann sie Silber. Sehr schöne Bandzeitung. Ja, und mit dieser Musik animiert sie natürlich auch die Zuschauer hier im Forum zum Mitklatschen. Gypsy Kings. Sie strahlt immer, hat wahrhaft Freude an ihrem Sport. Unglaublich hohe Würfe und dies eine absolute Schwierigkeit. Zum Ende Jana Baturschina aus Taschkent, lebt und trainiert in Moskau. Ihr Markenzeichen ist der Dutt. Der wurde erfunden von ihrer Trainerin Irina Wiener. Aber er hat auch einen ganz praktischen Hintergrund, denn ob Sie es glauben oder nicht, ihre Haare reichen bis zum Po. Und jetzt diese absolute Höchstschwierigkeit, das Risiko, Band weggeworfen und fängt den Stab optimal. Schöne Studie. Wird als die kommende Welt- und Olympiasiegerin gehandelt. Auch hier extrem hohe Amplitude, dann dieser Überschlag. Und unglaublich viel Zeit dann noch, das Band wieder zu fangen. Das bedeutet natürlich Platz 1, 19,850 mit deutlichem Vorsprung vor Tatjana Ogryschko.